Okay, Leute. Es ist fucking ridiculous. Also erstmal guten Morgen. Wir sind nach fucking 24 Stunden Autofahrt endlich in Marbella angekommen, ja? Gerade eben. Daniel ist die letzten 4 Stunden gefahren. Davon habe ich noch 2 Stunden gepennt. Ja, und jetzt sind wir in der Ferienwohnung angekommen, die Daniels Familie gehört, ja? Also das ist halt nicht normal. Also erstmal hier die Küche, like what? Are you kidding me? The fireplace? Like what? Und dann, das ist das most ridiculous thing. Also, that view, seht ihr das, Leute? Like da vorne ist das Meer, da hinten. Das ist halt einfach nicht normal in meinen Augen. Da haben sie einfach noch ein fucking Gästebad, das halt einfach geiler aussieht als mein ganzes Leben. Und das Gästezimmer sieht natürlich auch so aus. Oh. Are you seeing this? Ist das normal? I don't think so. Das ist übrigens der Pool, der dazugehört. Guten Morgen, willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Da heute Sonntag ist, starte ich mal einfach aus dem Bett. Weil irgendwie, also haben Sonntag immer so ein Gammelgefühl. ich habe über Nacht hier richtig fette Pickel bekommen. Auch gestern Abend habe ich schon gemerkt, dass die kommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mich stört es nicht mal, wie das aussieht. Also es sieht halt nicht geil aus, aber... Was mich stört ist, es tut so weh, sobald ich da irgendwie auch nur mit dem Finger dran komme, tut es einfach nur saumäßig weh und das fuckt mich echt ab. Der Tagesplan für heute, ich werde mit Ruben noch weiter an dem YouTube-Videos arbeiten, ich werde ihm helfen, so ein Intro zu machen, ich habe mir versprochen, dass ich ihm was illustriere. Und heute Abend werde ich nach Dortmund zurückfliegen, beziehungsweise erst nach Köln und dann von Köln aus nach Dortmund fahren, weil ich am Montag habe ich ein Videoshoot in Essen, wo ich da sein muss in NRW. Ich gehe jetzt erstmal duschen und dann bin ich um 10 Uhr mit Ruben zum Frühstück verabredet. Ich glaube, er ist noch nicht wach. Meistens ist so das Indiz dafür, dass Ruben wach ist, dass irgendwie Drake aus seinem Zimmer läuft. Habe ich gemerkt. Morgens oder irgendwie Frank Ocean oder so. Man hört auf jeden Fall Musik, wenn Ruben wach ist. Und ich glaube, er schläft jetzt noch. Aber ich muss auf jeden Fall duschen. Ich fühle mich sehr schmandig von gestern. Und wir sehen uns gleich. Hey, was geht ab, Leute? Ich hoffe, hier ist genug Licht. Seht ihr mich so besser? Ja, okay, dann gehe ich jetzt einfach rückwärts. Ich meine, ich kenne den Weg ja eh auswendig. Also, die Sonne scheint, es ist schönes Wetter, deswegen habe ich auch richtig gute Laune. Ich habe aber nicht wirklich viel geschlafen, also wirklich ganz wenig, deswegen bin ich richtig müde gerade. Auf jeden Fall bin ich gerade auf dem Weg nach da hinten, weil Altana mich jetzt abholt. Ich habe richtig Angst, irgendwo gegenzulaufen. Aber das ist das einzig gute Licht, wenn ich so gehe. Du musst mir sagen, wo ich hinfahren soll. Aber hier in, wie heißt das hier überhaupt? Neuenbeken. Er kommt nicht drauf klein, was für einem Dorf ich wohne, Leute. Und ich sehe so müde aus. Aber ist auch egal. Ihr kennt mich ja schon so. ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Irgendwo. Wir können Bäume klettern gehen. Sollen wir? Warte, aber du kannst mit dem Auto... Hast du noch Sportkleidung dabei? Ja. Hier musst du parken, weil hier kannst du nicht mehr weiterfahren. Nur noch Landfahrt. Darf ich hier parken? Hier ist eigentlich Verbot, ne? Ich weiß nicht, ob du hier... Also das gehört ja nicht uns. Jetzt zeige ich euch ein bisschen so, wo ich wirklich herkomme. Also ich komme wirklich aus dem Dorf aller Dörfer. Hier ist auf jeden Fall so ein Pferdestall, wie ihr sehen könnt. Hier ist so ein Ort, jetzt muss ich mich wieder umdrehen und rückwärts gehen. Hier ist so ein Ort, immer wenn ich traurig war oder so, ich bin immer hier spazieren gegangen. Ich
Desperado. Sitting in a old Monte Carlo. A man whose heart is hollow. Take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here and you will leave me behind. I know you won't, cause we share common interests. You need me there, ain't no leaving me behind. Never know, no. Just one out of here, yeah. Geschirrspüler ausgeräumt. Meine Damen und Herren, unglaubliche Szenen spielen sich ab. Es ist erstens 10 Uhr sonntags, ich bin wach seit einer Stunde. Und zweitens habe ich mir das hier geholt und werde jetzt zu Hause frühstücken. Einen Couscous-Frühstücksbrei, Cranberry-Vanille mit Chia. Das hört sich so gesund an, dass ich quasi morgen mein Sixpack erwarte. Kitty ist auch schon am Start, wir haben uns um 10 Uhr hier verabredet, gestern. Ja, 5 Minuten zu spät. Oh, Kiki haut hier auch schon mal direkt rein mit dem Vlogger-Business, ne? Man sieht halt ungefähr gar nichts. Aber ihr seht hier, was ich sehe. Sie macht hier voll die Kochshow. Ja. Ich bin auf YouTube bekannt für meine Food-Videos hier. Sie ist auf YouTube bekannt für ihre Food-Videos. Ich bin auf YouTube bekannt für 298 Abonnenten. Davon abgesehen habe ich voll Angst, mein erstes Video zu drehen. Weil ich bin so jemand, ich denke mir dann immer so, oh, ich könnte mein erstes Video eigentlich drehen, wenn ich jetzt 5 Kilo abgenommen habe. Und ich muss mir noch meine Zähne bleachen lassen, bla bla bla. Aber irgendwie gerade deswegen denke ich mir, wäre es voll gut, wenn ich mein erstes Video eigentlich wirklich vielleicht sogar heute drehe. Dass ich es einfach im Kasten habe und einfach mal meinen Anfang habe. Weil, warum warten? So, alle Morgenmenschen. Ich. Ist doch ein schöner Vergleich. Ja, da will man sich einmal ein gesundes Frühstück machen und wird dann irgendwie damit bedankt, dass man irgendwie so ein komisches Etwas bekommt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel Milch gemacht. Aber egal. Ich taste-teste das Ganze jetzt einfach schon mal. Aber das ist doch noch nicht fertig. Warte mal, ich muss erstmal ganz kurz rausfinden. Quält das jetzt noch auf? Ja. Ja, mach noch eine zweite Tüte rein. Machst du eben doppelte Portion. Ach, wir schauen uns erstmal. Vielleicht entwickelt sich das ja noch in die richtige Richtung. Okay. Man muss Dingen immer seine Zeit geben. Okay. Egal, ich hau jetzt rein. Also, ich habe Hunger. Da steht irgendwie auch, dass ich jetzt 10 Minuten warten muss. Echt? Okay, dann warte ich noch mit dir, bevor ich reinhaue. Dann ess. Heißt das nicht iss? Psst. Okay. Okay, ich esse das jetzt. Pferde. Ja, von hinten würde ich eh nicht, weil die treten ein. Ja. Einfach so zack. Hier bin ich aufgewachsen. Und das alles hier, diese ganzen Felder, sind alle nicht weit von meinem Haus. Hättet ihr das jemals gedacht, Leute, dass ich aus so einem Dorf komme? Aber ich glaube, die Stadt hat mich einfach verändert, weil hier gibt es ja keine Schule. Und ich glaube, seitdem ich in die 5. Klasse gegangen bin, dann ging es ja für mich in die Stadt. Und ab da wurde ich so stadtmäßig. Aber davor war ich so richtig, ich bin immer ein Rad gefahren. Ich bin immer rausgegangen, hab gespielt und so. Und dann kam die 5. Klasse und dann kam das Stadtleben. Und dann war alles vorbei. Es ist zwar erst direkt nach dem Frühstück, aber ich fange jetzt an, hier Sushi-Reis zu kochen. Falls ihr euch jetzt denkt, wie verfressen ist die Alte eigentlich, dass die jetzt direkt nach dem Frühstück schon anfängt, Reis zu kochen. Wir wollen ja Sushi machen und der Reis muss dafür kalt sein, deswegen mache ich das jetzt und lasse das einfach stehen, bis es kalt ist, damit wir heute Mittag Rolls machen können. Und außerdem habe ich so Bock, unseren neuen Reiskocher hier einzuweihen, den Ruben und ich gestern im Saturn noch geholt haben. Ich frage mich, ob er mir hilft, gleich Sushi zu rollen. Momentan ist er oben und hört Beyoncé, glaube ich. Ich frage ihn gleich mal. So, da ist das gute Stück jetzt. Das ist auch noch ein Dampfgarer, deswegen, keine Ahnung, habe ich jetzt mal Möhren geschnitten. Jetzt testen wir das Ding mal an. Warten wir mal ab. So, wir haben uns jetzt angezogen und gehen jetzt ganz fancy zu Burger King essen. Ich bin einfach gerade noch mega froh, dass es so warm ist und ich freue mich gerade mega über die Sonne. Bin außerdem übelst fertig, wie man vielleicht an meinen Augen erkennen kann.
bin ich extrem übermüdet. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall uns erstmal ein bisschen stärken. Wir haben auch gar nichts gegessen, nicht so richtig auf jeden Fall. Nur so ein bisschen Proviant im Auto, aber nee. Und ja, das heißt, wir gönnen uns jetzt Fast Food, weil Mabea hat halt auch Burger King. You ready, Boo? Und dieser Kühlschrank piepst irgendwie übelst laut. Und wir haben schon den Aperol Spritz kalt gestellt. Ich bin gerade übelst müde. Wir haben ja beide irgendwie bloß so pro Kopf vielleicht so 3 Stunden geschlafen über die Nacht, über die letzten 24 Stunden verteilt. Was halt übelst stressig jetzt war. Und ach, wir haben gerade so ein bisschen in der Sonne gechillt draußen auf dem Balkon. Das war ganz schön. Und ja, ich sag mal, ich melde mich gleich, wenn wir auf dem Weg zum Burger King sind. Ein bisschen was in den Magen schlagen. Ernähr dich gesund, steh früh auf, ess morgens Ballaststoffe, dann wird es dir besser gehen. So ein fucking Scheißdreck, Alter. Ich bin so fertig, ich bin so müde, gar keinen Bock. Schaff's gesunde Ernährung. So, ich zocke jetzt ein bisschen Horizon weiter, denn ich habe das jetzt schon irgendwie gar nicht gespielt. Ja, habe jetzt gerade 2 Monster erledigt und ein Wildschwein getötet und ein paar Sachen gesammelt. Ich zocke jetzt noch ein bisschen weiter und dann geht das Projekt YouTube weiter. Bis gleich. Der Reis ist perfekt geworden. Dieser Reiskocher war eine sehr lohnende Anschaffung. Und es muss jetzt ein bisschen abkühlen und dann scoope ich das alles irgendwie in eine fette Schüssel, wenn ich irgendwas in der Richtung finde. Und Sushi-Reis muss man mit ein wenig Reisessig und Zucker vermischen. Und das haben wir sogar geholt. Beziehungsweise ich habe das im Asiamarkt mitgenommen. Da ist Essig. Und Zucker. Hier sind Würfel. Schau mal, ob ich irgendwo anders noch anderen Zucker finde. Ich habe das Gefühl, heute wird so ein richtiger Kochvlog, aber das ist halt so eine Sonntagsbeschäftigung. An Sonntagen geht nicht viel und da macht man eben Sushi. Okay Leute, wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen, weil ihr müsst wissen, Paderborn sonntags ist komplette tote Hose. Ich habe gerade vorgeschlagen, wir können ins Kino gehen, schwimmen, keine Ahnung, was man hier machen kann. Die Stadt hat zu und hier ist es halt nicht so wie in Berlin, dass es so viel zu entdecken gibt und so. Hier kann man einfach nichts machen. Wenigstens ist das Wetter schön, wenigstens haben wir da Glück gehabt, weil wenn wir gar nichts finden, können wir wenigstens spazieren gehen oder so. Oder draußen Sport machen. Eigentlich habe ich richtig Bock draußen Sport zu machen. Können wir machen. Ja, und jetzt gerade fahren wir kurz Amy besuchen, weil ich habe ihren Hund noch nie gesehen und sie hat ja einen neuen Hund. Und sie heißt Mia, die Hündin, ist ein kleiner Zwergspitz und den gehen wir jetzt besuchen. Wie ihr seht, ich bin immer noch am Zocken. Es ist mittlerweile 12.10 Uhr. Ha, ist voll gut in der Zeit eigentlich. Ich speichere jetzt ab und dann geht es weiter, würde ich mal sagen, im Takt hier. Ich habe schon wieder Hunger übrigens. Surprise. Leute, das ist ein Ruben, kann ich mal richtig so Instant-Nudeln machen? Ich weiß nicht, das ist wie mit meinem Frühstücksbrei heute Morgen. Ich mache heute alles falsch. Die Hälfte landet einfach so auf dem Tresen. Ja. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Gehört das hier überhaupt rein? Ich weiß es nicht. Ist das Dreck? Gehört es dazu? Nein, ich habe den Tresen abgewischt. Das ist auf jeden Fall Part von der Suppe. Vergiss das Pulver nicht. Ach so. Warte, ja.
Hä, wie hast du bisher überlebt? Hä, das funktioniert doch niemals. Wie soll... Ich habe das auch bekommen. Du musst das einfach so während des Einweichs so ein bisschen reindrücken. Ach, geil. Kimchi, der Mium. So geil, ich kaufe mir den nur noch. Die schmeckt echt gut, ne? Ich mag auch, ich habe mir auch diese vegetarische geholt. Die mag ich auch. Boah. Oh, ich habe den Tresen gerade selber gemacht. Nein, Spaß. Was? Ich habe den Tresen gerade sauber gemacht, aber das nicht. Jetzt chill mal. Warte, ich brauche das Brett noch für später. Schau mal, so macht man sauber. So guckt man alle auf den. Ja, das ist auch das höchste meiner Gefühle. Mehr kochen geht nicht. Daniel hat gesagt, ich darf keine French Fries mehr essen, weil ich fett geworden bin. Das hat Daniel zu mir gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Aber okay. You said I can't eat any more Frenchies. Ja. Why? French Fries and over. Why? Weil du fett geworden bist. Ach ja. Diesen Berg wollen wir die Tage besteigen. Klettern? Ne, nicht klettern, einfach nur wandern. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr hoch aus. Sieht aus, als wäre dann Cardio für die Woche auf jeden Fall durch. Ja, das Auto King. What you want, baby? Ruben ist ungefähr nur 5 Meter entfernt, aber er schreibt WhatsApp-Nachrichten. Wunderschön. Ruben? Okay, er hört mich nicht. Ich bin gerade so blöd, um meine WhatsApp-Nachricht abzuschicken. Ich habe sogar das Ping gehört, wie die Nachricht bei ihm angekommen ist. Leute, das ist noch nicht normal. So, wie ihr hier sehen könnt, habe ich mich in ein sehr bequemes Outfit geschmissen. Wir haben schon oft Typen gesagt, dass die diese Hose hassen, weil die halt keinen guten Hintern macht. Aber diese Hose ist einfach das gemütlichste, was es gibt. Und außerdem juckt es mich nicht, was andere von meinen Outfits denken. Solange es ich mich selber darin am wohlsten fühle. Und ich liebe diese Hose. Eigentlich, also weil das Wetter heute so schön ist, die Sonne scheint, es ist einfach richtig schön draußen. Wollten wir jetzt eigentlich ein Eis essen gehen und dann zum Mauerpark laufen, aber Ruben chillt jetzt noch eine Stunde. Was mache ich jetzt eine Stunde lang? Ich muss mir so lange eine andere Beschäftigung suchen. Ich könnte zum Beispiel, da ich heute Abend fliege, schon mal meinen Rucksack packen dafür. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ja, das mache ich jetzt. Zeit produktiv nutzen, Leute. Immer. Immer die Zeit produktiv nutzen. Goals. Waffel, Whopper. Irgendwelche geilen Chickenfilets. So, jetzt fahren wir mal in die Garage. Den Ausblick hier kann man mal machen, ne? Also. Ja, automatisch da hier auch alles am Start. Du bist so ein Pfanzenkind, Alter. Einfach mal hier so eine hauseigene Tiefgarage noch dabei. Okay. So, now show us how you can park, honey. 5-Sterne-Menü, jetzt hier live immer Bea, Daniel hat schlechte Laune und jetzt kriegt er noch schlechtere Laune, weil der Burger scheiße schmeckt. Ach, ja, aber dafür ist das Wetter toll und die Aussicht auch. Also guten Appetit, Leute. Yeah.
ich den einen in den Arm nehmen? Ja. Warum dreht ihr so durch? Ich will nochmal. Ja, die ist so, weißt du? Die kommt nicht klar. Oh, wie flauschig. Und nochmal weich, ne? Wie süß bist du? Die kleine Mimi. Das ist richtig schwer, oder? Okay, bei dir ist sie ruhig. Ja, wenn ihre Hand. Krass, Mann. So weich, richtig. Heftig, süß. Mann. Richtig König der Löwen. Okay, mein Packen bestand jetzt darin, zwei Hosen und einen Gürtel auf meinen Rucksack draufzuschmeißen. Aber ich habe stattdessen was anderes gemacht. Moment, das muss ich kurz zuhalten. Also, ich shoote ja ein Lookbook und ich habe mir hier ein paar Skizzen gemacht, was wie meine Outfits aussehen werden. Ja, die Skizzen sind sehr hässlich, aber also Hauptsache, ich erkenne, was das sein soll. So schreibe ich mir Sachen auf und kann mir das so visuell darstellen, sodass ich so ein Konzept habe, wenn ich an Videos arbeite. Und jetzt ist es 14 Uhr. Eigentlich sollte jetzt Ruben so langsam aus seiner Höhle rauskommen. Ich klopfe mal bei ihm. Ruben? Ich traue mich nicht, die Tür aufzumachen. Ich glaube, er ist auf dem Klo. So Leute, die liebe Kiki kennt mich ja noch nicht so gut. Wir waren um 14 Uhr verabredet, dass wir losgehen. Es ist 14.20 Uhr, ich bin fertig. Peace. Und wir gehen jetzt zusammen in den Mauerpark. Da war ich mit euch noch gar nicht. Und heute ist grandioses Wetter, das heißt, wir nutzen das mal aus. Ich bin fertig! 20 Minuten zu spät! Ich werde duschen. Achso. Ich habe nur so ein bisschen länger gebraucht. Ich hab grad schon ich gesagt. Ich bin nicht bei dir ins Zimmer, weil ich immer das Gefühl habe, dass du die Hälfte der Zeit nackt bist. True. ja, also gerade eben war ich auf jeden Fall nackt, weil ich war duschen. Was das ist denn? Ein sehr legitimer Moment, um nackt zu sein. Ja, oder? Habe ich mir auch mal gedacht. Unser erster Stop ist der Eisladen und der heißt Kontor Eismanufaktur. Und ich war da schon einmal und hab da vegane Spaghetti-Eis gegessen. Ich war da auch schon mal, das war echt lecker. Echt geiles Eis. Ich bereue gerade, dass ich nicht auf Kiki gehört habe, weil sie hat mich gerade vorgemahnt, dass es kalt draußen ist. Und ich war so, Rosa schützt mich vor allem, aber dem ist nicht so. Aber ich bin gleich echt Jacke tauschen, wenn du bist. Im Notfall, aber ich bin ja ein Gentleman. So, ich habe mir hier den Nussbecher bestellt. Und Ruben hat fettes Spaghetti-Eis bestellt. Sieht sehr geil aus. So Leute, ich habe heute einen Kumpel. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. So, wir sind jetzt hier auf dem Mauerpark-Gelände und das seht ihr jetzt schon mal hier, sind schon so Musiker am Start und es geht im Sommer hier die ganze Wiese lang so weiter, also alle 10 Meter sind so Musiker am Start und alle Leute chillen dann auf diesen Hügeln dort und hier ist quasi der Flohmarkt. Da gibt es dann ganz viele Stände, da laufen wir jetzt gleich mal rein, oder? Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen voll, ne? Wenn ihr unbedingt mal kuscheln wollt und euch ein bisschen einsam fühlt, kommt her. Denn hier sind immer so viele Leute da, dass man irgendwie kein Personal Space mehr hat. Wenn man so ist wie ich, ist das alles ein bisschen eher anstrengend, würde ich sagen. Für Flohmärkte gibt es halt so viele bessere hier in Berlin.
Aber der hier ist halt so der teuerste von allen, weil das halt der Touri-Flohmarkt Nummer 1 ist. Also hier ist ja gefühlt halb Spanien am Start. Was für mich ganz geil ist. Vielleicht finde ich hier meinen neuen Gonzano. Aber ja. Mal gucken. Ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Impressionen von hier. Und dann, glaube ich, gehen wir auch bald nach Hause, weil es ist echt kalt. Oh mein Gott. Du weißt nicht, wer das ist. Hallo. Das ist Josef. Was ist gerade passiert, Leute? What the fuck is happening? Ich war kurzer Zeit etwas überfordert von der Situation. Ich habe fast meine Kamera fallen gelassen. Kiki, das Lustige ist ja, Kiki weiß auch nicht, wer Josef ist. Das heißt, die war gerade einfach nur so, what the fuck is happening in here. Aber ja. Wir befinden uns hier vor dem Paderborner Dom. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil es ist ziemlich laut, wie ihr hört. Das ist der Dom. Und ja, das war's. Wollte ich nur einmal gezeigt haben. Okay, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir cruisen hier die ganze Zeit einfach nur rum. Aber wahrscheinlich gehen wir später noch ins Kino. Wir hätten noch vielleicht vor, schwimmen zu gehen, aber nee. Das wäre jetzt nicht so cool. Deswegen, ja, wir schauen jetzt einfach mal. Also ich bin halt, wie gesagt, richtig tot heute. Eigentlich ist heute so ein richtiger Sonntag, wo ich eigentlich nur im Bett chillen würde. Sorry, dass ich dich jetzt hier ablecke. Sorry, Henriette. Scheiße, Scheiße. Ja, in Paderborn kann man nichts machen. Also, man kann hier nichts machen. Was soll man hier bitte machen? Ich habe euch den Dom gezeigt. Das ist das Einzige, was ich euch zeigen kann. Ich bin mir sicher, heute passiert noch was. Ja, irgendwas Lustiges passiert heute noch. Kiki macht Sushi! Das ist der Reis, oder? Ja. Ist jetzt schon so klebrig, ja? Ja. Na krass. Wie macht man das, der so klebrig ist? Das ist einfach die Reissorte. Das ist so Rundkornreis, der ist so klebrig. Hm. Ich habe gerade eine Packung Chips gegessen. Aber habe immer noch Hunger. Weil wir ja die ganze Zeit lang nichts zu tun hatten, dachten wir machen jetzt eine Challenge. Und zwar hier auf einem Spielplatz. Ich bin übrigens hier, das ist meine alte Grundschule. Und hier ist mein alter Schulhof. Und wir werden jetzt hier einfach ein paar Challenges drehen. Also wir überlegen uns das alles noch. Also einfach so Kletter-Challenges oder irgendwelche Sportübungen machen wir jetzt hier. Also hier kann man auf jeden Fall ein paar Challenges drehen. Oha! Okay, ich gehe wieder nach Hause. Ich glaube, das war's mit Challenge. Ich werd kaputt. Okay. Nein, ihr habt doch schon in der letzten Folge gesehen. Sie kann auf jeden Fall. Was ist das letzte Folge? Ja, aber ich habe Muskelkater. Also ich werde heute eh nicht so sportlich sein. Also quasi Schritt 1 ist es Reis machen. Schritt 2 ist es alles, was man drin haben will, in Streifen schneiden. Mhm. Und Schritt 3 ist es dann, diese Algenblätter zu teilen? Oder was machst ja, du da? Ja, also ich will kleinere Rollen machen, deswegen kann ich die. Ich wollte auch gerade sagen, warum schneidest du das nicht einfach? So, was man auch vorbereiten sollte. Für die Finger? Mhm. Okay. Das heißt, man macht da ein Algenblatt dann rein. Ach, dass du den Reis formen kannst, dafür brauchst du das Wasser. Ja, damit das nicht an den Fingern klebt. Ah. Und da lässt du halt oben so ein bisschen Rand. Warum? Damit das zugeht. Ah, okay. So, das ist jetzt ein kleiner Tipp, damit es besser klebt, kann man auch ein bisschen Wasser hier nehmen mit dem Finger. Ein bisschen nass machen.
klebt das besser. Okay, wir können erste Challenge Klimmzüge machen. Sollen wir? Willst du so breite oder so? Denkst du, kannst breite? Ich kann das nicht, aber wir können das machen. Ja, komm, wir machen. Okay, aber wer fängt an? Du. Ich? Okay, yeah. Dann musst du mich. Mach nur ein. Ich konnte mich nicht mehr hoch. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ehrlich nicht? Nein. Meine Beinmuskeln sind zu schwer. Meine Arme. Andere Challenge. Lass uns Paul Dance Challenge machen hier. Korrekt. Du hast gewonnen. Also das meinte ich eigentlich nicht damit. Eigentlich war was anderes gemeint. So Leute, Rubens erste Rolle. Meine allererste Sushi-Rolle, die ich selbst mache. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich versuche jetzt einfach mal, das so gut wie möglich zu machen. Nimm nicht zu viel, ne? Boah, du siehst schon richtig aus wie so ein Sushi-Master. Ja? Mhm. Ich hab dich auch angelogen. Ich bin eigentlich Sushi-Weltmeister. Ich glaube, das ist ein bisschen voll. Mann. Ganze Matte gelegt. Ist gar nicht so schlecht geworden für den Erstversuch. Ich esse jetzt mal meine erste eigengemachte Sushi-Rolle hier. Ich schneide die auch nicht klein. Ich esse die einfach so. Aber voll lecker. Ich mag auch diesen süßen Tofu mit den Karotten zusammen. Voll lecker. Ich mache jetzt noch eine. Ich bin motiviert. Irgendwie habe ich das falsch gemacht und irgendwie sieht die Matte jetzt auch so aus. Aber egal. Ich esse die trotzdem, weil sie mit Liebe gemacht ist. Genau. So, weitere Sushi-Info ist, dass man Sushi normalerweise, also Maki, mit den Händen isst, nicht mit den Stäbchen. Ja. Das ist Fingerfood. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Die ganzen Deutschen denken irgendwie, dass sie immer voll fancy sind mit ihren Stäbchen und ihrem Maki. Aber das macht gar keinen Sinn, das macht man gar nicht so. So, Kiki hat das jetzt hier zu Ende gezaubert. Es ist angerichtet. So geil. Wow. Vielen Dank fürs Erklären, Zeigen, Zubereiten und guten Appetit. Was heißt guten Appetit auf Japanisch, weißt du das? Itadakimasu. Ah, stimmt, das weiß ich sogar. Wie? Itadakimasu. Irgendwie so. Wasabi. Ich mache jetzt eine Mutprobe, ich esse jetzt nur dafür Wasabi. Aber Teelöffel reicht. Teelöffel, ja. Ja, das stirbst du. Bist du sicher? Ja. Oh mein Gott, wieso tust du das? Okay, hau rein. Und es kommt noch. Also bis jetzt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, 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 nee. Also es ist nicht so schlimm eigentlich. Ich habe gerade nur einen Schock am. Boah, wow, du hast das aber auch weggezogen. Guck mal, wie blank der Löffel ist. Du hast das weggezogen. Mir hat es gerade einmal so einen richtigen Schlag gegeben. Aber es ist nicht so schlimm. Ey, du hast nicht... Was? Oh mein Gott, bist du überhaupt ein Mensch? Ich sag dir, ich esse scharf. Ich liebe scharfes Essen. Aber das ist so eine ganz komische Schärfe, die so in die Nase steigt. Mhm, deswegen hatte ich gerade diesen Schock. Also, es ist scharf. Aber es hat gerade einmal so komplett in meine Nase reingezogen und wie so ein Schock. Und das war schlimm. Aber jetzt geht's wieder. Wenn Kiki Wasabi isst, hat sie die süßeste Reaktion.
Eva, du musst jetzt ein bisschen Wasabi essen. Avocado, oder? Mehr. Mehr? Das ist, okay. Das reicht mir schon. Jetzt passt auf, das ist so süß. Fängt auf einmal an, so komisch zu zucken. Ja, Pole Dance Challenge machen wir jetzt. Okay, was ist denn die Aufgabe? Schaffe so und so viele Umdrehungen. Okay, wie viele schaffst du? Komm. Sag mal aus so aus. Ich schaffe höchstens 3, aber wir können ja so 5 als Challenge machen. Schaffe 5 Umdrehungen. Umdrehungen? Ja. Komm. Aber du musst oder Schnick, Schnack, Schnuck wieder anfangen. Ja. Komm. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, du fängst an, ne? 1. Ja, mit Anlauf. Ja. Eins, 2, 3, 4, 5, 4,5 hast du geschafft. Da war die Luft aber raus. Go. So, Freunde, ich habe mir überlegt, ich werde diesmal den Ruben anfacetimen und dem mal hier nochmal ein bisschen hier so ein Update geben, weil der hat das alles noch gar nicht gesehen. Hola, guapo! Hola, guapa! What up? Was gefahren? Ja, ist auch scheiße, obviously. Wie lange seid ihr jetzt gefahren? Ich glaube knapp 24 Stunden. Also 24 Stunden denn? 24 Stunden durchgefahren, Digga, ohne Pause. Also ich nur auf der. Ja, ja. Pause. Nee, wir haben keine Pause gemacht, wir haben einfach nur getankt zwischendurch. Wir werden uns jetzt erstmal ein Herbal Refreshment gönnen. Und dann. Nee, wir werden, keine Ahnung, wir gehen nach. Wir werden uns einen schönen frischen Tee aufkochen aus frischen Kräutern und dann werden wir was. Dann gehen wir nachher was essen, I guess. Wir gehen nachher was essen und ja, mal gucken, ne? Also trinken jetzt erstmal noch einen Aperol Spritz gemütlich auf dem Balkon. Hey, ja, life is good, man kann sich nicht beklagen. Weißt du, was wir für eine Challenge machen? Was denn? Wir machen so eine richtige Parkour-Challenge. Wer am schnellsten von da nach da gekommen ist und aber so richtig. Wer runterfällt, kriegt Strafpunkte. Ja. Ja. Lass es machen. Ja, Mann. So, Leute, ich habe hier mein Handy und eine Stoppuhr. Und jetzt werden wir die Zeit messen. Und wer zuerst die Challenge gemeistert hat, was kriegen wir als Preis? Als Preis? Ja. Wir brauchen eine Bestrafung oder einen Trostpreis, ne? Ja. Gib Kino einfach aus. Heute Abend? Ja. Ja, okay. Der Verlierer gibt Kino aus. Okay. So, Stoppuhr. Und sag mir du Start. Ich sag Start? Ja, sag 1, 2, 3 Start. Okay. 1, 2, 3 Start. Got no reason to let the people keep you down. Stand up and fight for what you are. 'Cause your biggest challenge is the one that lies within yourself. Know what you're fighting. Thank you.
retreat from who you are. No, love is the magic that you carry on. 4 Minuten und 7 Sekunden. Ich bin fertig, ich habe keine Kraft mehr. Ist anstrengend, ne? Für so eine kurze Strecke. Das ist richtig anstrengend. Ist echt crazy, Mann. Okay, Altana hat gewonnen bei der Challenge. Yay! Und jetzt, ich gebe Kino aus. Falls wir heute noch ins Kino gehen. Ja. Pläne ändern sich hier schneller als keine Ahnung was. Wisst ihr Leute, ich feiere genau das an dieser Person. Mit ihr kannst du wirklich alles machen. Sie ist der spontanste Mensch und sie ist überall dabei. Ist crazy, Mann. Ein Nickerchen gemacht, das war nicht so gut, weil wir haben eine Dinner-Reservierung quasi in so einem Laden. Was ist das für ein Laden? Spanischer Laden, aber Daniel weiß auch nicht genau, was das ist. In seinen Eltern empfohlen haben. Und das Ding ist, dass ich halt einfach nicht mal mehr mit 3 Schichten Concealer gerade verstecken konnte, wie fertig ich bin. Und ich will einfach nur mir das Essen jetzt übelst reinziehen. Ich habe einfach so Hunger. Das ist das Lokal, zu dem wir heute gehen. El Canicero. Und sagt es dir zu? Kiki verlässt mich für eine Woche, denn sie kommt Mittwoch erst wieder und ich bin Mittwoch dann auch schon auf dem Weg nach Barcelona mit Ivana. Ich bin jetzt auch 2 Tage allein hier in der Wohnung. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwelche Partys schmeißen soll oder mir irgendwelche Boys einladen soll. Aber das Problem ist, ich habe weder Boys noch Freunde. Alle meine Freunde haben mich verlassen. Nee, Spaß, aber vielleicht werde ich einfach mal 2 Tage lang mich durch die Wohnung rollen. Ich weiß es nicht so genau, was ich jetzt machen werde. Hey, ich mag den Look voll. Wie ihr seht, Kiki ist ready, sie hat einen Rucksack auf. Ja. Bis Montag, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch und ich kriege gute Luft. Viel Erfolg beim Shooting morgen. Dankeschön. Ich hoffe, du freust dich über das restliche Mushi. Ja, Mann. Okay, auf geht's, draußen in die Kälte. Ich habe extra nochmal einen Pulli drüber gezogen über meine Latzhose. Das wird gleich witzig, auf Toilette zu gehen. Ich glaube, das funktioniert überhaupt gar nicht. Türe schließt. Ruben hat gesagt, er findet meinen Look süß. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, Ruben findet meinen Look süß. Meine Lippen sind auch so trocken. Gleich in der Bahn wird erstmal richtig Beauty-Behandlung gemacht. Werde Lippenbalsam auftragen. Beauty-Behandlung Ende. Ich habe auch noch keine Ahnung, wo die S-Bahn-Station ist, weil ich habe hier noch nie S-Bahn genommen. Und das werde ich jetzt gleich herausfinden. Türe öffnet. Dankeschön, dass du mir das sagst, Fahrstuhl. Sehr nett von dir. Also heute war auf jeden Fall eher so ein chilliger Tag, weil wir müssen... Hey! Ich brauch das Licht. Hey.
Heute war auf jeden Fall eher ein chilliger Tag, weil wir waren halt so müde, dass wir gar nicht auf unser Leben jetzt klargekommen sind. Im Restaurant sind wir schon nicht klargekommen und jetzt kommen wir auch noch weniger klar. So, meine Augen, ich krieg die kaum noch auf. Ich werde mich jetzt direkt abschminken. Direkt. Und dann direkt ins Bett gehen. Daniel ist jetzt schon im Bett und ich werde ihm das jetzt nachtun, weil so, ich kann nicht mal mehr reden eigentlich. Also, ich sage euch jetzt mal hiermit gute Nacht. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Morgen gibt es dann mehr von Marbella zu sehen. Und ja. Adios. So, Freunde, das wird mega ernst jetzt hier. Ich habe jetzt ewig lang gechillt. Es ist 11 Uhr. Und ich habe jetzt mal beschlossen, es wird Zeit, dass ich mal mein Test-YouTube-Video mache hier. Why is it so complicated? Wie mache ich das denn jetzt? Also mein erstes Video soll quasi eine Vorstellung sein, was ja auch so ein bisschen typisch ist. Aber ich habe so eine Idee. Das Problem ist, ich würde euch voll gerne die Idee erzählen, kann ich aber nicht, weil ich das ganze Ende März, Anfang April launchen will und ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen, ich drehe jetzt mal kurz mein Testvideo hier mit der Kamera und zeige euch dann gleich an meinem MacBook, wie ich anfange, das zu bearbeiten. Und ja, so war ich dann heute wenigstens noch kurz produktiv. Kleines Update. Um 0.24 Uhr war der letzte Zug, den ich nehmen konnte. Und ich bin angekommen um 0.34 Uhr. Das heißt, ich habe meinen Zug um 10 Minuten verpasst. Wenn ich jetzt einen Zug nehme, bin ich erst um 5 Uhr sonst was zu Hause. Und deswegen habe ich gerade zu Hause angerufen und mein Papa holt mich jetzt vom Flughafen ab, wofür ich ihm unendlich dankbar bin, weil ich habe keinen Bock, jetzt 5 Stunden mit dem Zug nach Hause zu fahren. Ich verabschiede mich hiermit von euch und wir sehen uns morgen in neuer Frische. Und ich nehme euch dann mit zu meinem Video-Lookbook-Shoot, worauf ich mich sehr freue. Kruger Park in Essen. Und ja, bis morgen, Leute. Gute Nacht. Und ich hoffe, bis morgens dieser Pickel da weg. Weil ich rede unglaublich gerne. Ja, Freunde. Ich muss ja sagen, das ist gerade auf jeden Fall nochmal eine neue Situation für mich. Es ist lustig, sich zu sehen, und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Und ich schaue mir das jetzt mal weiter an und teste mal so ein bisschen aus und mache mir ein paar Notizen. Aber es ist echt schon spät, das heißt, ich verabschiede mich für heute von euch und werde meine YouTube-Reise morgen und Dienstag weiterreisen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie immer, heute mit uns. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Gute Nacht. Peace out. Das war so schwul. Alles okay. Das Rosa macht's nicht gerade besser. Tschüss, Mann. Reingehauen, auf Wiederschauen. Literally auf Wiederschauen bei morgen. Ihr wisst Bescheid, ne? Peace.